Während Karl sein Ziel beinahe erreicht hatte, wechselte Freddy zu den kanadischen Truppen bei Vimy. April 1917. Am Himmel über Vimy erkundete George, der englische Pilot, die deutschen Stellungen für die Artillerieunterstützung. An diesem Tag führten die Kanadier den Angriff. Okay. Wir dürfen mit unserem grindbärtigen Freund, der endlich seine Rache bekommen hat, in den Krieg ziehen. Erneut, mal wieder, auf ein weiteres Mal. Hier ist Scheiße am Dampfen. Und zwar richtig. Ich hoffe immer, dass mich hier keiner erwischt. Und die Flieger kommen noch. Die haben mir jetzt gerade noch gefehlt. Geht böse ab. Das Ding hier ab. Auf 60. Hat's was gebracht? Ich hab keine Ahnung. 40. 20. 0. Mal sehen. Auf jeden Fall brennt der Graben schon mal. Admiral, okay. Schon mal nicht so gut. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, hier können wir sehen, wo was ist. Die andere liegt bei 15, würde ich sagen. Probieren wir das auch gleich mal aus. Das sind 20, dann sind das hier 10, dann sind das hier 15. Und gib ihm. Vielleicht nicht ganz. Mal 10. Jawohl. Das kann also weitergehen. Heidewitzka. Spannen die uns hier aber auch alles rüber, was wir haben. Ach, ich wollte cutten. Ich dachte, das ist das Drahtding da. Und es ist natürlich kein Drahtding, es ist eine Barrikade. Hätte ich auch mal selber durchbouncen können. Aber das jetzt hier nicht in vorderster Front irgendwo reinrenne. Hier wird wirklich alles weggeballert, was geht. Ist echt schon nicht schlecht. Oh Gott. Steh uns bei. Nicht schlecht, was hier an Action abgeht. Für ein 2D-Game ganz sauber gemacht. Jawohl. Dazu bräuchte ich allerdings erstmal den Drehknauf. Naja, schon klar. Ich bin noch nicht auf dem Weg. Ich gucke mal, was wir hier so haben. Münzen. Jede Menge Munition. Das ist nicht schlecht. Hier fehlt was. Jopp. Wunderbar. Können wir das vielleicht sogar hier einstecken? In der Tat, das können wir. Und damit dürfte sich das Ding nicht von selbst gehoben haben. Let's go, boys. Come on, boys. Auf wen oder was soll ich schießen, Freunde? Okay. Cool.
war doch mal interessanter als das vorhin mit dem ungefähren Angaben. Das hatte doch schon viel Schönes. Und der Panzer fährt hier einfach ohne mich weg. Kannst du da mich mal mitnehmen? Hätte man ja freundlicherweise mal machen können. Uiuiui. Jetzt soll ich nicht ganz so weit. Hier am Panzer zu schaffen. Alter, Hilfe! Wow! Mein lieber Schwan. Da hätt's mich leider davon geweht. Oh, dafür weht's mich jetzt hier davon. Ja, ich laufe dir auch gerne nochmal hinterher, Admiral Bleiche. Im Gegensatz zu mir hast du ja wirklich überhaupt keine Farbe im Gesicht, du Vogel. Bleib einfach hier hinten dran, die Taktik hat sich doch als recht gut erwiesen. Okay, okay, okay. Ich bin dafür vergessen. Und jetzt müssen wir hier natürlich aufpassen, dass wir... Oh, 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 okay. Ich muss sogar laufen. Ich kann hier nicht mal anhalten. Das ist natürlich jetzt eine böse Geschichte. Sidescroller at its best. Es geht ab, lasst mich rein. Ich schiebe jetzt mal den Getreidewagen vor mir her, damit die Leute hier hinter mir vorankommen. Ich glaube, das tue ich auch. Können sie mich ballern, wie sie wollen. Ach je, das ist ja einer von denen. Das ist einer von uns. Kriegt doch natürlich ein paar von Latz, das ist ja klar. Funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Das ist doch schon besser. Einmal mehr. Hier ist nix. Hätte noch was liegen können vielleicht. Aber mal stürmen hier die Festung. Servus! Grüßt euch, Burm! Okay, wieder alles alleine machen, während die Gruppe sich da einen auspennt. Ja, kommt, ich zieh mit. Was auch immer ich hier in der Hand habe. Nach zahllosen Rückschlägen und Verlusten gelang es den Kanadiern schließlich, den Hügel einzunehmen. Der Kriegseintritt der USA wurde nun von Woche zu Woche wahrscheinlicher. In seinem letzten Brief bestätigte Freddys jüngerer Bruder die wachsende Kriegsbereitschaft in der Bevölkerung seines Landes. Karl trennten nur noch wenige hundert Meter von Emils Hof, als das Dröhnen französischer Flugzeuge den Aprilhimmel erzittern ließ. Oh Mann, Dramatik nimmt zu jetzt hier zum Schluss. Was auf jeden Fall nicht schlecht ist, sondern ich begrüße das. Keine Frage. Put hier, damit wir auch irgendwas sehen. Hier ist irgendwie was zum Hochheben. Wie? Wie? Was? Gucken wir mal, was hier oben ist. Ein Hebel. Hier ist ein Eimerchen. Den Hund auf jeden Fall holen. Und dann wird der wahrscheinlich für mich hier die Sache übernehmen. Hey, Wall! Halt, stopp, erstmal. Ah. Oh je. Gucken, vielleicht liegt hier was unten drunter.
Vielleicht waren die Entwickler ja kleine Spitzbuben. Ich muss sowieso unten durch. Ah ja, wunderbar. Oder? Nee, muss ich tatsächlich nicht. Oder doch? War eine Tür? Nee. Merkwürdig. Dann benutzt das Ding doch nochmal. Dann muss ich wahrscheinlich doch oben drauf. Wie ich es mir zu Anfang gedacht hatte. Und los. Wenn wir jetzt hier eine Dachluke oder sowas aufmachen, damit hier die Luft ein bisschen besser wird. Sehr schön. Nur den Hund müssten wir wahrscheinlich noch rüberkriegen. Das machen wir schon mal runter. Das muss sich dann der liebe Wuffi-Hund holen. Und du gehst wieder in dein Körbchen. Nein, ins Körbchen. Und abwärts. Komm, lieber Stäubesand. Bald haben wir es geschafft. Hat er einen Namen? Warte mal. Paul? Wall? Walt? Hat er tatsächlich einen Namen? Walt? Möglich wär's. Naja, ich gehe auf jeden Fall hoch und hief dich nach oben. Und? Dann darfst du nämlich mal darauf. Wenn er da überhaupt draufkommt. Das ist jetzt die andere Frage. Kommt er natürlich nicht. Hm. Okay. Jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen verkalkuliert. Ist das vielleicht falsch, was ich hier mache? Ach so, Moment. Nee, doch, oder? Gucken wir nochmal. Eine Tür? Nein, war keine Tür. Dementsprechend kommt der Hund da auch nicht hoch. Okay. Plan B. Nochmal rein. Nochmal kurbeln. Und hoffen, dass der Hund ein bisschen athletisch ist und vielleicht sogar springen kann. Vielleicht haben wir ja so viel Glück. Schauen wir mal, kommst du da rauf? Nein, kommt er nicht. Das ist großer Mist. Mach ich mal nochmal hoch. Vielleicht entdeckt noch irgendwas. Was der Sache hier vielleicht irgendwie nützlich sein könnte. Aber, puh. Was könnte nützlicher sein als der Hund jetzt in diesem Augenblick? Ich habe hier unten nichts zum Werfen, gar nichts. Wie also kriege ich den Hund da oben rauf? Hund, geh in dein Ding. Na geh! Runter mit dir. So. Ich wüsste auch sonst nicht, was ich mit dem machen soll. Ich muss den da irgendwie rauskriegen. Die Frage ist nur, wie. Komm mal her, Hund. Hierher. Kann der in das Ding rein, oder was? Ich kapier's gerade überhaupt nicht. Was soll ich mit dem Hund machen? Kriegt ihn ja nirgendwo hin.
Ach du meine Fresse, jetzt sehe ich das erst. Da müsste man natürlich auch mal drauf kommen. Komm mal wieder hoch hier. Ja, Mann. Hier hinten ist ja ein Griff dran. Ne? Ich kann den Wagen natürlich auch fahren. Na ja, hier, geh mal rauf. Jetzt kann der Hund auch hier rüber. Okay, das hätte ich beim besten Willen nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Lag so im Verborgenen, das Ding. Braves Tier. So, und gib ihm. Naja, gut. Haben wir das auch gelöst, das Rätsel. Muss ja auch ein bisschen Schwierigkeit noch drin sein zum Schluss. Gucken, wer hier so schreit. Ach du meine Fresse. Was muss ich tun? Das ist ja fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Gefällt mir nicht, gefällt mir gar nicht, dass unsere Frau jetzt hier im Argen liegt, beziehungsweise begraben, nicht mal im Argen, sondern begraben. Ich nehme das Ding erstmal ab. Erstmal einen Überblick verschaffen, was hier überhaupt abgeht. Da muss man Dings dran. Okay. Das machen wir hier ran, keine Frage. Hund, rein. Oben. Und rüber. Und dann werden wir mal sehen, was der Hund vielleicht hier jetzt für Dienste für uns leisten kann. Hier kann er gar nichts machen, sehe ich gerade. Blöder Mist. Blöder, blöder Mist. Ich kriege ihn auch nicht noch weiter. Kann der Hund jetzt hier raus? Nee, dann fällt er ganz raus. Was ist das denn für ein Blödsinn? Los, rein da. So. Ich versuche es nochmal. Aber jetzt ist der Hund doch eigentlich nur auf meiner Ebene, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Okay, jetzt wackelt der Hund. Jetzt sagt man, nee, das ist schon wieder so ein blödes Wackelrätsel. Hiermit vielleicht zum Wackeln bringen. Gut gemacht. Ich wüsste gar nicht, was soll das? Also ich meine, ich sehe den Hund nicht. Ich weiß nicht, wo der rauf soll. Soll der da raufklettern? Ja, sofort auf zu wackeln, wenn ich die Scheiße hier loslasse. Das geht mir auch schon auf den Sack. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Das ist schon wieder ein Rätsel. Das regt mich schon wieder auf. Kann der Hund nicht einfach aussteigen? Es ist ein Hund, der kann springen. Mein Gott. Den Hund da nicht rauf. Also beim besten Willen nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ich gehe jetzt nochmal raus. Guck mal, was ich da hinten noch machen kann. Das ist... Das Wackelrätsel hätten sie sich hier echt sparen können. Weil das ist gerade wirklich mehr als nur für den Arsch.
Muss ich den jetzt wackelnd auf die Plattform da bringen? Ist das doch nicht wahr. Man hätte es auch nicht blöder animieren können, diese blöde Wackelanimation da. Das hält jetzt so dermaßen lange auf. Mal er hier den wieder den Griff in die Hand nimmt. Das kann doch nicht wahr sein. Geh jetzt bitte da drüben hin. Das kann nicht sein. Ich kriege diesen blöden Arschhund da nicht rauf. Hey Paul! Ja, hey Paul! Verpiss dich aus deinem blöden Korb! Sorry, beim besten Willen nicht. Ich habe keine Ahnung, was dieser blöde Hund da machen soll. Jetzt kann er plötzlich rausspringen, oder was? Also wirklich, diese beiden dummen Wackelrätsel hätten sie sich wirklich sparen können. Ja, was soll der Hund jetzt da? Was soll der Blödsinn jetzt? Also, was macht der Hund jetzt da? Ja, Paul, was? Und nun? Jetzt dein Ernst, oder was? Jetzt bleibst du da drüben hängen, oder wie? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich weiß es nicht, Paul. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Ich mach jetzt erstmal das Fenster hier kaputt. Hätte er jetzt nicht vorher reingehen können, oder was? Oh Mann. Leg den Schalter um, lass uns das ganz schnell vergessen. Und dann ist gut. Was haben wir hier gefunden? Zwei Eier. So, ja, und nun stehen wir blöd da. Wie vorher auch schon. Was ist das denn da oben? Gehen wir da bitte durch. Wo ist denn jetzt dein Problem, sag mal? Kannst du da... Oh, Paul, mein Gott, geh mir doch jetzt auf die letzten Meter des Spiels nicht mehr auf den Sack. Geh bitte da durch. Eine Lampe. Wow, Paul, super. Ganz großes Theater. So, das macht Sinn. Mach's wieder hoch, bitte. Laufen wir hier gemeinsam mal rüber, damit unsere Frau vielleicht doch nicht am Gifttod stirbt. Wäre ja mal nicht schlecht. Ich beeile mich, Süße. Es ist alles unter Kontrolle, würde ich fast sagen, aber dann würde ich lügen. Hier hoch? Nein. Kann der Hund irgendwas machen? Nein. Kann ich sonst überhaupt irgendwas hier drüben machen? Ich komme hier nicht rüber. Alles klar, wunderbar. Es läuft ja wirklich astrein hier gerade. Mein Sohn verreckt auch schon. Okay. Los, Hund, schnell. Wie der Wind. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät, denn das hat jetzt tatsächlich super lange gedauert. Nicht kaputt zu machen. Marie! Marie! Ah!
Ahne Schlimmes.